Ah, da. Ich wollte sagen, wo war er denn? Der muss doch da irgendwo gewesen sein. Los, Barnes, platzieren Sie die Ladung und ja. Sie das Ding. So. Zack. Zack. So. Und so. Also es ist jetzt gerade bewusst gewesen, dass ich da... Ja. Dass ich mich da nicht mit anlegen wollte. Klar, ich habe jetzt 60 AP verloren. Ich hoffe aber trotzdem mal, dass es... Ja. Gleich 100 KP gibt wieder. Ich denke mal, eine halbe Stunde. Mission 1. Vielleicht jetzt schon durch, weil... Ich muss sagen, dass wir... Hier... Die Brücke wahrscheinlich das Hauptziel war und der Major. Aber das werden wir halt so, so sehen. Ah ja, guck mal. Erreicht Einsatzziele 6, Mission erfolgreich, Missionsstatistik. Ja, ist ein bisschen mangelhaft, meiner Meinung nach. Hätte man ein bisschen mehr machen können. Aber gut, Orden erhalten, Mission 1, Feuer, Brücke Feuer, um fortzufahren. Wir haben Winter und es ist noch nicht vorbei. Die Deutschen ziehen alle verfügbaren Truppen zu einer Offensive in Belgien zusammen. Hier hat der verdammte Krieg vor 4 Jahren begonnen. Wir haben Befehl von General McAuliffe, die Bastogne-Linie in den Ardennen zu halten. Nicht einmal zu Hause in North Dakota war mir jemals so kalt. Es sieht nicht gut aus. Unsere Jungs haben kaum noch Munition und Lebensmittel. Und Mäntel gibt es auch nicht genug. Die Situation wird täglich schlimmer. Aber keiner von uns denkt daran, aufzugeben. Wie sagt Colonel Abrams so schön, diese Bastarde haben uns schon wieder eingekesselt. Sergeant Jack Barnes, Dezember 1944. Also die Ladescreens finde ich schon echt geil, sehen schon echt schon sehr, sehr schön aus. Fortfahren. Jetzt geht's Bastogne, Weihnachten sogar. 24. Dezember 1944, Wald in den Ardennen, Belgien. Bastogne ist in Band of Brothers ja auch mit drin, ne? Auch Heiligabend. Okay, Jungs, wir sind jetzt im Feindgebiet. Bis zum Depot der Deutschen ist es noch eine halbe Meile. Haltet die Augen offen. Okay. Hier ist es ganz schön milchig. Mal so machen. LKW besorgen. Wir haben eine Thompson. Wir haben eine M1 Garand. Wir werden es mal mit der M1 probieren. Wir werden ja, auf jeden Fall der Straße folgen müssen. Eieieiei. Also auch bestimmt eine sehr schwere Zeit. Also man kann sich gar nicht so in die Lage versetzen, was die ganzen Soldaten, sei es Deutschen, sei es amerikanisch, sei es britisch oder sonst irgendwer, der da alles so mitmachen musste oder beteiligt war, sagen wir es mal so. Ja, was das doch für eine Situation gewesen ist, was da für Todesängste und sowas ausgestanden und vor allem jetzt auch hier. Ja. Auch hier jetzt die Kälte. Beziehungsweise. Klar, es war wahrscheinlich arschkalt, aber wenn man sich mal so. Wenn man sich mal so bedenkt, dass es halt in Russland. Nochmal kälter war. Also. Das ist halt. Auch immer so eine Sache. Weil hier sind es jetzt. Wie gesagt, keine Ahnung, ich sag mal vielleicht minus 34 Grad oder minus, obwohl Belgien, sagen wir minus 20 Grad, was auch schon extrem scheiße kalt ist. Die Haftminen. Zerstören Sie die Artillerie, wir gehen weiter. Okay. Ich frage mich immer noch, wer von wo schießt. Da. Das ist halt trotzdem arschkalt, das vor allem, wenn es halt nicht genug Mäntel und an sich nicht genug Winterkleidung und sowas gab. Wie scheiße kalt sind denn minus 45 Grad, die halt im Moskau-Feldzug waren? Und Russland-Feldzug. Was da die Deutschen und die... Ja, eigentlich die Deutschen, weil die Russen haben ja in ihrem Land gekämpft und die waren ja sehr gut ausgestattet.
Und außerdem kennen die ja so die Kälte. Also, schwierig. Finde ich, also es ist unvorstellbar, meiner Meinung nach. So. Nebelwerfer, noch 3 Stück kaputt machen. Ah, okay. Das war natürlich nicht schlecht. Dass der Nebelwerfer. So. Ja, die eigenen Leute da gerade kaputt gemacht hat. Okay, da oben steht doch keiner drauf. Aua. Ich hab das doch gerade. Doch, da steht doch einer oben drauf. Okay. Die sind doch in der Reichweite vom Nebelwerfer. Hätte ich tatsächlich jetzt nicht gedacht, weil so eine Drehung. Habe ich jetzt nicht gedacht, dass es halt wirklich so weit rumgeht, das Ding. Könnte mir jetzt eigentlich theoretisch nochmal hinten das Ding ins holen, aber nee, lassen wir mal lieber. So, das Ding hauen wir da einmal ran. Feuer in der Hole. So. Haben wir. Auch hier sehr, sehr gut aus. Ja. Okay. Ist doch kaputt, oder nicht? Gehen wir da lang erstmal. Da hoch. Wo waren jetzt? Ne, egal. Irgendwo da, ne? War das Medikit. Was? Da hinten. Es kann sein, dass ich gleich nochmal. Ja, ich muss. Ja, komm. Wir müssen den Panzer mit den Haftminen sprengen. Ja, doch. Okay. Ich hab. Also die sind halt. Oh, nachladen. Die sind halt echt gut getarnt, muss man mal sagen. Gut, weiß. Weiß auf weiß ist halt. Ist halt so eine Sache, ne? Ich würde ganz gerne den MG-Schützen da oben runter erstmal haben. Danke. Okay. So nicht. Ich sitze gut. Ich habe eine gute Position. Aber so nicht. Definitiv nicht. Dann gehen wir halt. Schießen wir ihm das Mützchen ab. Der kann da. Ja, doch. So. Komm. Sehr schön. Jetzt mal quick saven. Weil das war gerade schon ein guter Erfolg, ohne dass er. Ich habe mich ehrlich gesagt schon hier tot gesehen. Dass er es wirklich schafft, nochmal, ja, was ja auch nicht unmöglich ist, eine Salve abzuschießen. Aber das hat er nicht geschafft. Das ist halt ein Vorteil für uns, ne? Denn. Nebelwerfer, verteilt euch! Ja. Ja. Wo ist er denn? Ach, da hinten. Ah, der ist gerade weg. Okay, zu kurz. Eigentlich habe ich den eliminiert. Oder ausgeschaltet, der den Nebelwerfer bedient. Jawohl. Sehr schön. Ich quicksave hier gerade sehr, sehr viel, weil ich halt auch gerade nur noch sehr, sehr wenig Schuss. Oh. Für die Dingens hab, für die M1. Ich auch interessanterweise leider keine wirklich krasse Munition aufnehmen kann. Sehr schön, dass ich da wieder irgendwie runterglitsch. Ja. Interessant, dass wir halt einen Sunny haben mittlerweile. Also, ne, bei dem einen Nebelwerfer kam man ja dazu. So. Ja, ist okay. Der Trade ist schon okay gewesen. Einmal 5 abgezogen. Oder was auch immer der abzieht. Kannst du mich heilen, Sunny? Kannst du mich auch heilen? Oder heilst du nur ihn? Also die Gesundheit wiederhergestellt. Okay. Er scheint wohl nur ihn zu heilen. Ist jetzt aber nicht schlimm, wenn er eine wichtige Person ist, die nicht sterben darf, warum nicht? Also, damit gehe ich dann halt schon konform.
ganz schnell. Da ist nämlich wieder ein Panzer. Zack, zack. Das Drehen dauert halt bocklange. Ausgeschaltet? Ja, ausgeschaltet. Also ich könnte ja auch alles mit dem Nebelwerfer jetzt ausschalten, aber es geht mit der Waffe echt schneller. Ah, die lebt doch noch. 2 Schuss noch. So. Machen wir das Ding. Er ist weg. Müssen halt immer noch den LKW besorgen. Haben wir hier. Und wir haben so viel Thompson-Munition. Wir bräuchten halt ein bisschen K98K, die die Deutschen verlieren. Okay. Interessant, dass sie halt so viel Granaten schmeißen. 17 Schuss noch. Da haben wir noch einen. Er hat in der K98K gehabt. Weil Karabiner ist halt... Dema. 10 Schuss Gewehrmunition, genau. Es ist nämlich so eingespeichert, dass es hier... Meine Dinge ist. Okay. Das war ein Satz mit X. Na komm. Der ist down. Der darf nicht ans MG. Aber das ist nicht unser LKW. So, da ist nichts drin. So, bisschen Munition, das haben wir voll. Einmal durchs Haus und rein, wahrscheinlich. Ja. Durchs Haus und rein, würde ich jetzt immer noch schätzen. Ja. Okay. Das ist klar. Okay. Okay. Das ist natürlich jetzt ein bisschen nervig, dass er wieder... Das Haus ist halt schon arg dunkel, ne? Da ist nix. Wartet mal. Auch wenn es wahrscheinlich gleich wieder ein bisschen kacke bei mir aussieht, so finde ich gerade raus. Aber ich sehe hier drin so null. Hier das. Oh, ihr seht das halt auch relativ okay. Aua. So, erstmal die ganzen Leute hier irgendwie ausschalten, die einen nerven können. Da haben sie ein bisschen Karten gespielt. Ja, die gute alte Alarmanlage, man kennt sie. Die haben wir ja so häufig jetzt schon gehört. Da haben wir ein Bad mit einem Boiler, Heizboiler. Machen wir mal wieder runter. Einer ihrer Kameraden ist im Kampf gefallen. Okay. Nein. Lass wieder zurück. Ich frage mich auch gerade, mit was er sich anlegt schon wieder. Mit dem Raketenwerfer-Typen da, oder was? Einer ihrer Kameraden... Okay. Ihre Einheit wurde aufgerieben. Okay. Okay, das heißt, ich muss einfach durchlaufen, oder was? Wenn ich das richtig jetzt verstanden habe. Aber ich muss ja durchs Haus durch. Suchen Sie einen LKW. Wir geben Ihnen Deckung. So, diesmal speichern wir hier vorne. So. Machen wir mal ein bisschen hinne. Gut, hier war ja nichts. Da brauchen wir nicht. Und da auch nicht. Gucken wir erstmal so schnell wie möglich erstmal raus. Weil wir gehen halt raus. Der ist down, der ist down, der ist down. Ich habe ehrlich gesagt auch keine Ahnung. Ehrlich gesagt. Wo der LKW gleich sein soll. Ach so. Ach, okay. Der ist da drinnen. Oh, oh. Ich laufe genau dahin. Da soll der LKW drinne sein. Okay. Auch ganz viele Gegner. Oh Mann. Schade. Schade. Ich hab's halt drauf angelegt. Ich hab halt gehofft, dass es halt funktioniert, aber... Nein, hat's halt leider nicht. So, einmal hier durch. Kurz nochmal hier vorne quicksaven, dass wir das nicht nochmal machen müssen. So. Nein, der lebt ja doch noch. So. Nochmal 5. Dann haben wir hier vorne die beiden.
Dann kommt da gleich einer rum. Da oben geht das Dingens auf. Das war's. So, den haben wir den. Und da warten ja also drei Stück drinne. Tür einmal auf.